Wenn du auf der Suche bist nach einem extrem starken Nährgebild, der jedes andere Monster zerstören kann, bist du hier goldrichtig. Und top zeige ich dir, wo du das Nergi-Ei herbekommst, dass du dem Bild nachbauen kannst. Servus Monster Hunter Freunde, ich bin's Corypheus. Ich hoffe, ihr seid alle fleißig an Monster Hunter Stories 2 dran. Ich bin's auf jeden Fall, hab mit meinem Kollege Seraphin einige Builds schon aufgebaut und an der Stelle möchten wir euch den Nergi-Build vorstellen. Super kranker Schaden, denn der Kollege crittet ist wirklich alles zu spät und top kann er bei jedem Monster gespielt werden, denn er kann Kraft, Geschwindigkeit und Technikangriffe und er ist auch super tanky, kann eigentlich nicht draufgehen, bekommt super wenig Schaden ab. Einfach ein sehr starkes Monster. An der Stelle könnt ihr mal gerne in die Kommentare rein schreiben, was euer Lieblingsmonster ist, zu welchem Monster ihr im Endeffekt noch Bildvideos sehen möchte, dann kann ich mal in die Kommentare reinschauen und euch zeigen, wie man die anderen Monster spielt, welche Gene man im Endeffekt dort einsetzt. An der Stelle gibt es ganz kurz Werbung zu einem anderen rundenbasierten Game, könnte für den einen oder anderen etwas sein. Bevor wir ins Video eintauchen, möchte ich mich bei meinem Langzeitsponsor bedanken. Raid Shadow Legends ist auch ein rundenbasiertes RPG. Wir sind aber hier in einer Dark Fantasy Welt unterwegs und kämpfen gegen epische Bosse. Aus über 500 verschiedenen Champions könnt ihr euer Team frei zusammenstellen, hochleveln, stärkere Ausrüstung geben, Fertigkeiten skillen und vieles mehr. Und dann heißt es in die Kämpfe rein, die epischen Bosse killen oder in der Arena die Gegner zerstören. Meine Top 5 Lieblingschampions sind einmal der Deacon Armstrong, mega geiler Unterstützer, der Goberup ist mit dabei, Draconia, Okkulter Brügler und auch Zagala. Jeder hat extrem starke Fähigkeiten, wie gesagt, der eine heilt, der andere bufft und die anderen machen eben Schaden. Ein super Team, übrigens könnt ihr auch Raid nicht nur auf dem Handy, sondern auch auf dem PC spielen. Ich spiele das Game schon unglaubliche anderthalb Jahre. Mir gefällt es einfach, gegen diese epischen Bosse zu kämpfen, mein Team immer stärker zu machen, bessere Ausrüstung zu geben und so nochmal gegen stärkere Bosse zu kämpfen und dann besseren Loot zu bekommen. Mein absolutes Highlight ist immer noch der Clan-Boss. Raid wird immer mit neuen Updates supported. In diesem Monat gibt es zum Beispiel unzählige Sommerveranstaltungen und Aktivitäten. Es gibt spezielle Fusion-Events, um einen brandneuen legendären Champion zu gewinnen, Turniere gegen andere Spieler und vieles mehr. Außerdem werden 5 fantastisch neue Champions auch noch veröffentlicht. Sollte man sich mal anschauen. Falls du in Raid Shadow Legends einen größeren Vorsprung haben möchtest, dann lad dir das Spiel in der Videobeschreibung kostenlos herunter. Du erhältst außerdem als neuer Spieler einen epischen Helden Konoru, eine Energienachfüllung, ein EP-Booster, 200.000 Silber und einen seltenen Splitter, um noch weitere Champions zu beschwören. Alle Belohnungen findest du für die nächsten 30 Tage oben rechts in deiner Postbox. Kommen wir nun zum Nergi-Bild. Der Schaden befindet sich im 1000er-Bereich. Das ist wirklich verdammt krass, wenn der crittet, ist wirklich alles zu spät. Ich habe mal eine Doppel-Ulti mit ihm zusammen im Multiplayer gezündet. Da waren wir kritisch bei 4800 Punkte. Das ist echt krass. Auch so könnt ihr über 2000 Crit-Punkte erreichen. Und wenn es nicht crittet, seid ihr im 1000er- bis 2000er-Bereich. Das ist auf jeden Fall verdammt heftig. Super geiler Nicht-Element-Schaden. Und top ist er auch wirklich krass tanky. Seht ihr hier bei dem T-Grex. Er wird angegriffen. Der Energie und bekommt kaum Schaden ab. Das ist wirklich spektakulär. Bevor wir das Bild im Detail anschauen, wie er aufgebaut ist, zeige ich euch erstmal, wo ihr das Energie-Ei finden könnt, dass ihr dem Bild nachbauen könnt. Sobald ihr den Energie in der Story besiegt habt, könnt ihr einfach im Vulkangebiet, im letzten Gebiet, einfach in den normalen Monsterbau reingehen, am besten in den seltenen Monsterbau und den goldenen und könnt dort einfach die Energie-Eier automatisch finden. Kommen nicht ganz so häufig vor, ihr habt aber die Chance drauf, entweder normale, seltene oder auch ein Regenbogenei von Energie zu bekommen. Am besten immer auf die Regenbogeneier setzen, sind am besten. Seht ihr auch bei mir, ich bin da einfach in seltenen Monsterbau rein, zack, boom, das Nergi-Ei rausgeholt. Und so könnt ihr euch den Nergi das erste Mal holen. Kommen wir nun zum Nergi-Bild. Was genau müsst ihr für Gene einbauen, dass er eben so stark wird, wie ihr bei mir im Video seht? Damit ich euch den Nergi-Bild besser erklären kann, habe ich jetzt hier die Szene umgeschaltet. Ihr seht, der Nergi ist Level 99. Mein Kollege Seraphin hat ordentlich reingegrindet. Wie man sich effektiv in Stories hochlevelt, werde ich euch in einem separaten Video noch zeigen. Der Nergi ist oder hat 626 Lebenspunkte. Standard ist das wirklich sehr gut. Er wurde leicht nach oben gepusht. Die zeige ich euch gleich. Angriff liegt bei 729 Punkten. Das ist wirklich sehr hoch. Ihr könnt das mal mit euren Monstern vergleichen. Verteidigung liegt bei 649 Punkte, wurde auch nochmal leicht nach oben gepusht. Ihr seht die Gene, die auf der rechten Seite drin sind, perfektioniert. Fast nur Platin, fast nur Goldgene. Der Nergi ist drauf aufgebaut auf PvE, Singleplayer, Koop-Quest. Solltet nicht ihn eigentlich nicht im Multiplayer spielen, weil er dafür nicht ausgelegt ist. Und er ist auf Nicht-Element ausgelegt, oder er ist auf Nicht-Element nochmal verstärkt, denn da macht er Standard den meisten Schaden.
laden und man kann auf Knopfdruck im Endeffekt unter Monster, wenn ihr im Menü seid, im Kampf, auswählen, welche Angriffe er machen soll. Geschwindigkeit, Technik und Kraft. Dieser Nergi muss nicht ausgewechselt werden. Er kann die ganze Zeit gespielt werden. Man kann die Monster auch nur auf eine Art setzen, nur auf Kraft zum Beispiel. Aber dann muss man sie ja, wie gesagt, immer wieder auswechseln, wenn der Gegner auf Technik oder sowas wechselt oder eher gesagt auf Geschwindigkeit, dass man da immer das richtige Monster hat. Nergi kann die ganze Zeit gespielt werden. Wenn ihr noch nicht wisst, wie man die Gene von dem einen auf das andere Monster rübersetzt, wie man die Gene auf die Stufe 2 bekommt mit den zwei kleinen goldenen Sternen, solltet ihr oben rechts auf die Zeichen klicken. Habe ich ein längeres Video gemacht, ziemlich ausführlich. Super gut, erklärt euch alles, wie das System im Endeffekt funktioniert. Wir schauen uns jetzt hier in diesem Video nur an, in welcher Art diese Bingos angeordnet sind beim Nergi und welche Fähigkeiten drauf sind, welche Gene drauf sind und wo man die im Endeffekt herbekommt, dass ihr diesen Bild 1:1 nachbauen könnt. Ich gehe jetzt mal erstmal auf die verschiedenen Gene hier drauf, auf das Bingo-System. Der Nergi macht Standard, wie gesagt, den meisten Schaden mit Nicht-Element, deswegen haben wir hier ein 8er Bingo. Statt 100% Nicht-Element-Schaden machen wir 150%. Ihr seht, Kraft-Bingo ist mit dabei, unten Geschwindigkeits-Bingo und Technik-Bingo. Kraft-Bingo gibt es im Endeffekt 2, senkrecht und waagrecht. Eine Dreierreihe gibt prozentual immer mehr Schaden und seht ihr, 20% mehr Schaden wegen 2 Dreier-Bingos. Geschwindigkeits-Bingo gibt es 1, das ist so schräg runter, deswegen 10% mehr Schaden bei allen Geschwindigkeitsangriffen. Und das Technik-Bingo ist auf der anderen Seite schräg runter, gibt auch nochmal 10% mehr Schaden bei allen Technik-Angriffen. Besser könnt ihr den Bild im Endeffekt nicht aufbauen mit dem Regenbogen-Gen in der Mitte, denn das Regenbogen-Gen kann jede Farbe annehmen, auch die graue Farbe, deswegen schaffen wir 8 Nicht-Element-Bingos und es kann auch jede Art annehmen, heißt, es kann das Geschwindigkeitsmännchen annehmen, gleichzeitig aber auch das Kraftmännchen und gleichzeitig auch das diese 3 Sterne für die Technikangriffe. Dadurch können wir überall mehrere Bingos fahren und ist im Endeffekt das Beste für diesen Bild. Schauen wir uns die einzelnen Fähigkeiten oder die einzelnen Gene an, welche Fähigkeiten das im Endeffekt sind. Man setzt am besten drauf auf mittleren oder starken Schaden, sind die besten Fähigkeiten eben Gold oder Platin und man muss immer auf die Bindungspunkte achten. Eine Bindungsfähigkeit oder eine Fähigkeit sollte wenig Bindungspunkte verbrauchen, dass man immer wieder das Bild verwenden kann und eine eben viel für den maximalen Damage. Wir fangen jetzt oben links an bei den Geschwindigkeitsgenen. Der Gigante Gen 3 kann auf dem Nergi Standard drauf sein, muss man nicht rüberschieben. Ist eine sehr gute Fähigkeit, ein sehr gutes Gen. Fügt einem Gegner mittleren Nicht-Element-Schaden zu, hohe Chance auf einen kritischen Treffer. Muss man aktivieren im Kampf unter Monster. Wenn man da drauf geht im Kampf, kann man ja die verschiedenen Fähigkeiten durchwählen. 20 Bindungspunkte kostet das Ganze, ist nicht teuer, ist so eine gute Mitte. Sehr geiler Angriff, deswegen hier eben mit drauf. In der Mitte das Regenbogen-Gen, unten rechts das zweite Geschwindigkeitsgen, deswegen haben wir die Dreierreihe. Hier haben wir das Brechgen plus 4. Wenn wir dort drauf gehen, bei einem Gegner fügt einem Gegner starken Nicht-Element-Schaden zu, geringe Chance auf Verteidigungssenken für 3 Runden. Dieses Gen kostet auch nur 22 Punkte, ist echt nice, fügt sogar starken Nicht-Element-Schaden zu, wenn man es auswählt. Ist nicht Standard auf dem Nergi drauf, sondern auf dem Blutbad Diablos. Bedeutet, ihr müsst den Blutbad Diablos dreimal oder ihr müsst dreimal ein Blutbad Diablos haben und die Fähigkeit auf den Nergi rüberschieben. Wie man den Blutbad Diablos bekommt, das ist ein Endgame-Monster wie ein Drachenältester. Seht ihr oben rechts auf dem i-Zeichen, da habe ich euch gezeigt schon mal im separaten Video, wie man diese Endgame-Monster farmt. Braucht ihr wie gesagt 3 Stück und dreimal diese Fähigkeit auf den Nergi drauf. Kommen wir zu den Technikangriffen. 1000 Klingen gehen plus 2. Wenn wir dort drauf gehen, fügt einem Gegner starken Nicht-Element-Schaden zu. Hohe Chance auf Blutung für 2 Runden. 24 Bindungspunkte kostet das Ganze, ist auch eine aktive Fähigkeit. Ich muss ganz kurz rechts gucken, diese Fähigkeit bekommt ihr einmal beim Palamut raus oder zum Beispiel auch beim Seregios müsst ihr dann eben auch auf den Nergi rüberschieben. Oben rechts ist das eiserne Wandgen plus 4, verstärkt nochmal die Nicht-Element-Verteidigung gravierend, bedeutet, wenn ein Tigrex oder zum Beispiel ein Nager, die auch Nicht-Element-Schaden machen, den Nergi angreifen, kommt es zu nahe keinem Schaden. Habt ihr auch bei dem Tigrex-Clip vorher gesehen, dass der nur 20-30 Schadenspunkte gemacht hat. Das ist wirklich beeindruckend. Falls ihr das nicht wollt, könnt ihr auch separat hier nochmal ein Gen einsetzen für Schaden, und zwar von der Giftstachelreihe.
Baratheon, das ist ein Nox-Gen von ihr. Da macht ihr auch starken Nicht-Element-Schaden und toppt noch Nox-Gift, was den Gegner eben noch passiv runtertroppt, was echt stark ist. Dazu müsst ihr Giftstachel-Ratian farmen, ist auch ein Deviant-Monster, auch so gut wie ein Drachenältester. Oben rechts aufs i-Zeichen klicken, da zeige ich euch, wie gesagt, in einem separaten Video, wo man diese Monster farmt. Komplettes Endgame. Dann kommen wir zu den Kraftangriffen. Zwei Stück gibt es, das Nähgehen plus 4, Unheilshieb. Fügt allen Gegnern massiven Nicht-Element-Schaden zu, kostet unglaubliche 50 Bindungspunkte, ist ein sehr starker Angriff. Gleichzeitig wird vom Nergi selber die Verteidigung runtergesetzt, aber er heilt sich dabei nach oben und muss nicht so oft geheilt werden. Eine super geile Sache, ein sehr geiles Gen, kann auch Standard auf dem Nergi drauf sein. Muss man eben dreimal oder dann zweimal auf den Nergi rüber kopieren oder rübersetzen, dass es auch diese zwei Goldsterne bekommt. Sehr, sehr nice. Auf der anderen Seite, wie gesagt, nochmal ein Kraft gehen, dass man diese Dreierreihe hat, das Dreier-Bingo voll in Schwung gehen plus 3. Das ist zum Beispiel auch beim Energy, kann Standard drauf sein, fügt einem Gegner starken Nicht-Element-Schaden zu, kostet 19 Bindungspunkte, kann man eben öfter einsetzen. Und wenn wir oben und unten gucken, sind dort nochmal zwei Macht-Gene drauf, Macht-Gen plus 3, Macht-Gen plus 4, und da wird nochmal der Nicht-Element-Schaden gepusht und dadurch kommen wir eben auf diesen hohen Schaden und können, ja, diese in den 1000er, 2000er Bereich eben kommen mit diesem Nergi. Diese zwei Gene sind bei sehr vielen Monstern drauf, unter anderem beim Palamut kann man die sehr schnell abfarmen und da hat es im Endeffekt mein Kollege Seraphin mit mir zusammen gemacht. Wir sind sehr oft die Palamut-Quest im Endeffekt gelaufen. So sieht der Bild aus. Ein Regenbogen-Gen kann auf jedem Monster drauf sein, einfach per Zufall. Die Chance ist aber relativ gering und das bappt ihr dann einfach in die Mitte. Dann ist, wie gesagt, der Nergi nochmal separat verbessert, verstärkt. Und zwar, wenn ich auf Status gehe, auf den Nergi, ups, auf die Seite, seht ihr, er hat unten Nährmittel bekommen. 10 Nährmittel in Leben, 10 Nährmittel in Angriff und auch mal in Verteidigung. Dadurch werden die Basis-Stats auch nochmal deutlich nach oben gehoben. Und das ist im Endeffekt der Nergi-Build. Der Build ist auf jeden Fall extrem stark. Solltet ihr mal ausprobieren. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, einfach in die Kommentare rein. Und falls ihr noch ein Bildvideo von einem anderen Monster haben möchtet, auch einfach in die Kommentare rein, wird mir das Ganze durchlesen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen, beim Testen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch der Bild gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Teste das Bild gerne mal aus. Ist wirklich ein extrem starker Nergi. Falls ihr dazu noch Fragen habt, einfach in die Kommentare rein. Und falls ihr noch ein Bild von einem anderen Monster haben möchtet, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Wer Bock hat, kann noch eine Runde Raid Shadow Legends kostenlos austesten. Einfach runterladen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.